Ja, hallo! Willkommen zu einem neuen Spielchen, und zwar Big Bang Empire. Die Spielbeschreibung sagt eigentlich nur, du bist ein Kleinstadtbewohner und möchtest einfach raus da in die große Stadt, in die weite Welt, und du möchtest berühmt werden. Ja, man möchte natürlich den Erfolg beim Film suchen. Allerdings ist unser Protagonist nicht unbedingt jemand, der als Hollywood-Darsteller irgendwo auf der riesen Leinwand sein möchte. Nein! Wir möchten eher in das leicht schlüpfrige Gewerbe. Wir wollen Pornostar werden. Ja, wie werden wir Pornostar? Ganz klar, wir brauchen erstmal einen Namen, wir brauchen Geld und wir brauchen natürlich Bekanntheit. So, wir werden von einer netten jungen Dame hier unterrichtet. Und ich musste allerdings die erste Folge, die ich aufgezeichnet habe, leider entsorgen, weil mir mein Mikro den Geist aufgegeben hat. Ich musste jetzt erstmal kurz wechseln. Von daher beginne ich quasi mit Level 2, habe schon die erste Mission erfüllt, habe mir schon Bademeister-Turnschuhe gekauft, Erstsemester, und hier auch Erstsemester-Sportjacke. Ganz klasse, ich stehe im Slip hier. Aber egal, was brauche ich denn noch mehr? Tja, ich werde gleich mal damit weitermachen, einen neuen Job annehmen. Ein paar extra Scheinchen, bla 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 bla. Ich brauche natürlich Geld, damit ich besser aussehe. Ja, du verdienst aktuell 9 Scheine pro Stunde. So. Ich habe mich beim Sammeln so tief gebückt. Ja, ich bin ein kleines Bückstück. Die Liste meiner Erfolge zeigt dir, was es sonst noch zu tun gibt. Belohnungen abholen für erledigte Erfolge. Meine Erfolge. Eine Stunde gearbeitet. Gut. Belohnung 133 Scheine. Die Währung hat natürlich einen etwas eigenartigen Namen, aber damit kann ich leben. So, wie komme ich raus? Da oben. So, wie kriege ich denn das hier weg? Gut, ich möchte Arbeitsbooster für 2 Tage, das möchte ich mir nicht kaufen. So, Duelle. Hier kann ich übrigens neue Klamotten kaufen. Ganz toll, ein Bronzering. Der bedeckt natürlich auch meine Leibesblöße. Ein Basecap des Erstsemesters. Ein Suspensorium. Oh, das kaufe ich mir doch. Super. Oberlippenpiercing. Das Basecap will ich auch noch haben. Ich sehe ganz klasse aus. Ich finde das so schön. Einfach Silberkettchen. So, mach mal ein neues Angebot. Oh, ich krieg Schuhe, ich krieg Hosen. Rettungsschwimmer-Short. Dildo-strammes Mäxchen. Selbstgebauter Doppel-Dildo. Also, ja. Dafür, dass es ein kostenloses Browser-Game ist. Aber es sollte. Ja. Ich glaube, das ist schon ganz lustig. Filmdrehbuch. Was kann ich mit meinem Filmdreh machen? Ich kann meine eigene Produktion starten. Tja, mein Budget sind 200 Scheine. Ich glaube, das wird nichts. Das lassen wir erstmal. Komm, ich mache nochmal ein Duell. Ist lustig, ich kann hier Männer und Frauen verhauen. Ja, mein Mut. Achso, der kostet. Dann nehmen wir doch gleich mal den schwächsten Gegner, den wir haben. Und gehen gnadenlos unter, so wie ich das sehe. Mit diesen fantastischen Animationen, das erinnert mich an Mortal Kombat. Oh, müsst ihr so laut sein?
Ja, schrei doch. Heul doch. Aber die macht mich alle. Oh! Ja, ich habe immerhin etwas Geld bekommen, habe Ruhm verloren. Ich bin ganz, ganz dolle stark enttäuscht gerade. Meine Erfolge. Die erste neue Lieferung, alles klar. Gibt ordentlich Erfahrung hinzu. Bestreite ein zweites Duell. Hat der Kanal gesagt, dass ich es gewinnen muss. Und ich bekomme einen Gegenstand. Aber wo? Wo? Wo ist der Gegenstand? Genau, hier kann ich die einzelnen Missionen starten. Fähigkeitsmission. Ich habe bisher nur eine Zeitmission ausprobiert, und zwar wenn ich da draufklicke, dann bin ich für eine gewisse Zeit quasi gesperrt, kriege dafür aber Geld. Ich werde das einmal hier noch demonstrieren. Dauert eine Minute, das heißt, eine Minute habt ihr jetzt dieses Bild. So. Und man wartet und wartet und wartet. Was ist denn das da unten? Was klimmelt denn da? Schau dir jetzt ein Video an und verkürze die Missionszeit um 50%. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich warte. Wie hieß denn dieses Spiel, das es früher gab? Es gab doch Wet, Wet, Wet und nee, es hieß glaube ich nur Wet. Ich kann mich noch an anderes Spiel erinnern. Da musste man auch Pornostar werden. Musste sich dann die Stars besorgen, beziehungsweise irgendwelche Mädels aus der Nachbarschaft oder aus einer Kneipe, mit denen man dann Fotos gemacht hat oder Videos. Das... Ich meine, das gab's noch in den 90ern, das Spiel. Ewig ist es her. So. Tralalala, Mission beendet. Viel Erfahrung, wenig Kohle. Ja, alles klar. Wie ich festgestellt habe, brauche ich dringend mehr Ausdauer. Gut, soviel zur ersten Folge von Big Bang Empire. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn wir mehrere Leute wieder verprügeln wollen. Vielleicht schaffen wir ja sogar den einen oder anderen. Und mal schauen, wie schnell man hier im Level aufsteigt, wann wir anfangen, unseren ersten Film zu drehen. Das alles und viel mehr gibt's in den nächsten Folgen. Big Bang Empire, schaut wieder rein.